Wir sind in der Göttinger Sternwarte, der früheren Gaußschen Sternwarte, die heute auch als historische Sternwarte bezeichnet wird. Und wir sind in der Kuppel, die ich Ihnen jetzt zeigen werde. So eine astronomische Kuppel ist eine geniale Erfindung, weil sie nicht nur das Teleskop gegen Regen und Schnee schützt, sondern auch, wenn beobachtet wird und die Kuppel geöffnet ist, gegen Wind. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, weil astronomische Teleskope niemals wackeln dürfen. Die Kuppel ist eine sogenannte Drehkuppel, das heißt, sie ist um 360 Grad drehbar. Sie hat eine Halbkugel, die außen mit Zinkblech belegt ist, dann kommt eine Schicht Holz und innen ist Schmucklinoleum angebracht gegen die Feuchtigkeit. Wir befinden uns ja hier auf der Oberfläche der Erde. Die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre eigene Achse. Als Folge davon dreht sich der Sternenhimmel mit allen Sternen und Galaxien und Planeten innerhalb von 24 Stunden einmal um uns herum. Das ist der sogenannte Karusselleffekt. Dieser Bewegung muss das Teleskop folgen und dieser Bewegung muss dann auch die Kuppel folgen. Und zwar gibt es dafür ein Seil, da kann ich dran ziehen und dann fährt die Kuppel dem Himmel nach. Und der Beobachter, der hier in diesem Sessel sitzt, muss auch drehbar sein, er muss der Bewegung des Teleskops folgen können. Deswegen kann man hier diese ganze Bühne so schieben, bis der Beobachter richtig sitzt. Das hat früher natürlich der Assistent gemacht. Das Teleskop, das wir hier haben, ist ein Keplersches Linsenfernrohr. Ein sogenannter Refraktor. Das hat eine Brennweite von etwa 3 Metern und entwirft hier an seinem Ende ein reelles Bild etwa des Mondes, ein leuchtendes Bild des Mondes. Das wird mit einer Lupe oder einem Mikroskop betrachtet, dann sieht man die Himmelskörper vergrößern. Der Astronom muss also hier hinten in das Fernrohr hineinschauen und dann hier fokussieren. Damit das Teleskop dem Himmel folgen kann, hat es dieses Achsensystem. Diese Achse hier ist die Stundenachse, die ist auf den Polarstern gerichtet und um die sich das Teleskop einmal herum in 24 Stunden, 15 Grad pro Stunde, dreht. Das kann man dann festklemmen und dann folgt es automatisch dem Himmel. Der Antrieb des Fernrohrs ist nicht elektrisch, so ein altes Fernrohr, sondern durch einen Gewichtsantrieb. Hier in der Säule hängen Gewichte, die hier über einen Mechanismus das Fernrohr antreiben. Heute wird so natürlich nicht mehr beobachtet. Ich kenne keinen Astronomen, der heute noch in irgendein Fernrohr schaut. Die Astronomen sitzen heute an Bildschirmen, haben einen Cursor und haben ein irgendwo auf der Welt aufgestelltes Teleskop, mit dem sie beobachten und bekommen dann übers Internet ihre digitalen Bilder. Und Kuppeln werden selbstverständlich heute computergesteuert.